Hallo zusammen und willkommen bei Screenshooters, willkommen auf dem Atari 800, willkommen bei Tony Go. Tony Go ist ein Bonusspiel, was man bekommen hat, wenn man Tony Montezumas Gold sich gekauft hat. Und das Ganze hier halt ja für den Atari XL XE A400 Mini. Tony Montezumas Gold haben wir uns hier auf dem Kanal schon angeguckt. Das haben wir allerdings für den C64 uns da angeschaut. Und wie gesagt, das ist jetzt hier Atari 800 Version, beziehungsweise die Version von dem Bonusspiel für den Atari 800. Für den C64 gibt es dieses Bonusspiel gar nicht. Und was ist das Ganze? Das Ganze ist ein endlos Rennspiel. Also ja, wir nennen es mal Rennspiel, weil man hat ja zumindest hier keinen Gegner. Wir steuern Tony, der hier in seiner Lore sitzt. Tony sieht genauso aus, wie wir es aus dem anderen Spiel her kennen, aus dem Hauptspiel. Und müssen dafür sorgen, dass er halt heil über diese Schiene hier fahren kann. Und das machen wir, indem wir ihn über diese gebrochenen Schienen hinweg hüpfen lassen, indem wir Tränke einsammeln, die uns einen gewissen Schutz bieten, falls wir mal einen von diesen Totenschädeln berühren. Die Medaillons sammeln wir ein, um ja, Bonuspunkte, pass auf, da, zack, da habt ihr gesehen, da, wenn ihr unten drauf geachtet habt, da ist jetzt ein Zaubertrank, ein Trank weniger geworden. Und das werden wir auf jeden Fall, je schneller es wird, auch nur brauchen können. Oder man fährt einfach mal jetzt hier so stumpf in die kaputten Schienen rein, beziehungsweise man timet es nicht richtig, wie da drüber gehüpft wird. Ja, was gibt es sonst noch? Highscore steht oben gerade 4240, was sich unten mit der aktuellen Score deckt, da ich das Spiel gerade in der ersten Runde mache. Gibt es natürlich noch keinen Highscore. Wir sehen drei Tränke unten. Das sind die drei Tränke, die uns hier schützen. Achtung, bam, geht einer weg. Aber hat auch Punkte gegeben. Machen wir nochmal. 86, 88, 200 Punkte gibt es, wenn wir so einen Totenschädel einräumen. Aber das geht halt nur, wenn wir so einen Trank haben. Ansonsten verlieren wir ein Leben. Leben haben wir 5 Stück. 3 Stück sind aktuell noch da. Und das Spiel wird, je länger wir es spielen, immer schneller. Ich habe noch Tränke. Ich nehme die Schädel mal so mit. Allerdings sollte man dann natürlich auch ein bisschen aufpassen. Nicht, dass man direkt direkt alle Tränke hier verballert. Weil es kommt sicherlich die Situation, dass man aus Versehen so einen Totenschädel mitnimmt und dann froh ist, wenn man noch einen Trank hat. Ja, Scrolling unten, seht ihr, das ist so ein bisschen dreigeteilt, gibt einen schönen Effekt. Oben die Wolken, die bewegen sich mit. Das finde ich, ist alles ganz nett gemacht und alles halt in dieser doch recht minimalistischen Grafik, also mit von der Farbe halt ja sehr minimalistisch gehalten. Und trotzdem wirkt alles sehr detailliert. Oder vielleicht auch gerade deswegen, ich weiß es nicht. Aber das hat mir schon bei dem Hauptspiel gefallen. Und nicht nur mir, sondern auch vielen anderen. Und da ist er schon wieder kaputt gegangen. Oh! Das ist eingefroren. Ja. Das sollte so jetzt nicht passieren. Komm, ich mache mal eben kurz hier ein Reset, lade das Spiel neu und dann gucken wir nochmal rein. Jo, so, das Spiel neu geladen und dann fangen wir nochmal an. Ja, Highscore unten wieder 0. Okay, weiter geht's. Ja, das passiert, wenn man noch keinen Trank hat. Dann ist man tot, wenn man den Schädel berührt. Ganz einfach. Ansonsten Soundeffekte gibt es nicht. Also Musik meine ich, Soundeffekte, ansonsten hört er ja das Schienengeräusch. Und halt, wenn man was einsammelt oder kaputt geht. Alles halt sehr touristisch gehalten. Wie ich vorhin schon sagte, macht das, tut das dem Spiel keinen Abbruch, sondern steigert meines Erachtens sogar den Spielspaß. Gerade diese Tja.
Weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll, ne? Ein Reset. Dann springen wir noch einmal in das Spiel rein. Ich glaube, es liegt daran, dass ich eine VBXL XE drin habe. Da will der Rechner gar nicht mehr starten. Beziehungsweise ein Ultimate 1MB. Und ja, da scheint das Spiel das nicht ganz drauf klar zu kommen. Ich habe mir noch nicht das Hauptspiel angeguckt, ob das da auch so Probleme bereitet. Vielleicht hat ja jemand von euch eine ähnliche Ausstattung. Atari 800 XL. Und vielleicht läuft das ja bei ihm. Dann wäre ich froh, wenn ich sagen würde, welche Settings da sind, dass das Spiel da läuft. Es scheint ja generell keine Probleme zu machen. Die ersten Kommentare zu dem Spiel sind ja auch wieder sehr positiv. Ich habe da noch nichts von gelesen, dass da irgendeiner Probleme hat. Also scheint das irgendwas hier auf meiner Seite mit meinem Rechner speziellen zu sein. Da ist er wieder kaputt. Was eigentlich schade ist, weil das macht echt Bock, ne? Und drüber. Ich könnte jetzt natürlich mal meinen Standard 800er auskramen und das Spiel da starten. Nur habe ich den nicht so ausgestattet, dass ich damit eine Aufnahme machen kann. Ja, da ist es wieder gecrashed. Also wie gesagt, ich denke, das liegt hier an meinem Rechner. Machen wir hier, wo ist denn hier der Ton? Das geht ja mal so gar nicht. Machen wir mal den Ton hier weg. Ich denke, es liegt an meinem Rechner. Schaut euch das Spiel selber an. Die Demo hier, die Demo sage ich schon wieder, das Bonusspiel. Wenn ihr Tony Montezumas Gold schon gekauft habt, dann gehört es euch. Ihr müsst nur bei itch.io, ich verlinke das auch unten in der Beschreibung nochmal, einfach auf die Seite gehen von dem Spiel, beziehungsweise in eurer in eure Bibliothek und da den Download nochmal starten für dieses Spiel, für Tony Montezumas Gold, und dann kriegt ihr die Demo dabei. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Eigentlich nichts, außer hinterlasst einen Kommentar, ein Like, ein Abo. Ich würde mich freuen, von euch zu hören. Macht's gut, ciao, bis zum nächsten Video. Bye, bye.